Die Winter sind wir auch, wohnen in Klostersdorf und wir bewirtschaften hier einen Bauernhof auf der Mandi. Und ich habe am Daumen weh gekriegt und mich hier entschieden zum Operieren. Ja, noch lange hin und her. Also so im Winter 16, 17 habe ich gemerkt, mit dem Hof am Arbeiten, dass ich einfach einen Buckel bekommen habe am Daumen. Und dann habe ich einfach so wieder gerieben und dann hat die Familie einfach gemerkt, dass irgendetwas ist. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, ich habe weh und es tut da was nicht ganz. Und dann haben sie dann schlussendlich gesagt, jetzt soll ich mal zum Doktor. Und dann bin ich dann halt gegangen. Also die Ritzarthrose oder auch Daumensattelgelenksarthrose ist die häufigste Arthrose an der Hand überhaupt. Es betrifft das Gelenk zwischen dem Mittelhandknochen vom Daumen und dem sogenannten grossen Fileckbein der Handwurzel. Und es ist so, dass Frauen in der Regel bis zu 10-mal häufiger betroffen sind von dieser Erkrankung. Und es ist eine Erkrankung, die in der Regel so am 5., 6. Dekade des Lebens auftritt. So erstaunt es nicht, dass etwa 30% von allen Frauen über 50 eine so eine Rizatrose haben. Der Hauptgrund ist eigentlich einfach eine Abnutzungserscheinung. Also das ist ein Gelenk, muss sich vorstellen, wo man jeden Tag x-tausend Mal braucht. Jedes Mal, wenn man den Daumen bewegt oder den Daumen auch belastet, wenn man etwas hebt, gehen die Kräfte direkt auf das Gelenk. Das ist ein Gelenk, das sehr beweglich ist, wo uns erlaubt, den Daumen eben den anderen Finger gegenüberzustellen, dass wir die Funktion haben, die unsere Hände eben ausmacht. Und durch diese Belastung kommt es mit der Zeit zu einer Ausdünnung bis zum ganzen Verlust des Knorpels, sodass am Schluss nur noch Knochen auf Knochen reibt. Mit dem geht auch eine Entzündung des Gelenks einher, die dann eben zu Schmerzen führt. Und das ist sicher der häufigste Grund. Und dann hat Dr. Kamber da gewesen, gesagt, ja, er könne mir hier einmal spritzen. Das Thema mit Spritzen. Dann habe ich zwei Spritzen bekommen, unten und oben. Und nachher hat das den ganzen Sommer gehabt, 17. Mit Heuen hatte ich nicht weh, nichts. Und erst im November hat es dann wieder angefangen. Dann kam wieder so ein Buckel gekommen. Und es hat einfach mehr weh gemacht. Und dann bin ich halt noch einmal zum Doktor und dann hat er noch einmal eine Spritze gemacht. Und die hat dann aber nur noch bis im März 18 gehabt. Und dann hat dann unterdessen ein Arzt gewechselt und hat dann der Dr. Schuback gesagt, dass er mir noch mal spritzen könne, aber er will das eigentlich lieber einmal von einem Handchirurg untersuchen lassen. Häufig ist so eine Arthrose lange Zeit stumm. Das heisst, die Patienten haben kaum Probleme oder nur bei grösseren Belastungen. Und obwohl man auf dem Röntgenbild zum Beispiel schon entsprechende Veränderungen sieht. Und in diesem Stadium versuchen wir sicher probieren, mit konservativen Mitteln, das heisst ohne Operationen, die Schmerzen in den Griff überzukommen. Das heisst, da probiert man aus mit entzündungshemmenden Schmerzmitteln, mit temporärer Ruhigstellung in Daumenmanschetten oder Schienen, mit Ergotherapie oder auch mal mit einer Cortisonspritze, die man direkt ins Gelenk macht. Erst wenn all die Massnahmen nicht mehr genug gut wirken und die Patienten zu uns kommen und sagen, es geht nicht mehr so, müssen wir über die Operationsmöglichkeiten reden. Es ist also eigentlich der Patient, der den Takt vorgibt, wenn man so eine Operation macht oder eben nicht. Es hat eigentlich sanft angefangen, eben mit so Bückeli. Dann habe ich gedacht, ja, das ja. Vielleicht habe ich es wo angeschlagen. Und nachher hat das immer, als ob es wäre mit einem Messer da drin umgebohrt. Und dann hat das schon eine längere Mehrweh gemacht. Ich habe zwar immer weiter geschafft und ja, nachher habe ich dann eine Schiene bekommen, dann ist es ein bisschen ringer gegangen. Und man wollte halt einfach zuerst probieren, ob es auch geht, ohne operieren. Und dann ist dann das halt mit der Zeit halt einfach, hat man dann entschieden, dass es gescheiter ist, ich tue operieren, weil ich bin ja erst, ja, 50 und dann denke ich, muss noch ein paar Jahre oder tue noch ein paar Jahre und halt aber gerne mithelfen. Bei der Frau Maruk haben wir eher ein bisschen neuere Operationstechnik
angewendet, wo man eigentlich versucht zu verhindern, wie bei jeder Operationstechnik, dass die beiden Knochenflächen, die keinen Knorpel mehr haben, aufeinander reiben. Weil das ist das, was die Schmerzen macht. Und bei der Frau Maruk haben wir eine Methode gewählt, wo wir das Fileckbein, das ist der Rohknochen, und der Mittelhandknochen, den ich hier in der Hand habe, ein bisschen konturieren. Das heisst, man nimmt einen Teil nur von dem Knochen weg, so dass man am nachher kann so einen Platzhalter zwischen reinlegen. Der Platzhalter verhindert nachher, dass Knochen auf Knochen reibt und gleichzeitig ermöglicht er aber, dass man eine gute Kraftübertragung vom Daumen via Platzhalter aufs Fileckbein hat. Die herkömmliche Methode, die man schon seit Jahrzehnten macht, das ist auch übrigens die, die wir immer noch am häufigsten machen, weil sie sehr gut funktioniert, ist die, dass man das ganze Fileckbein entfernt. Durch das hat man auch keine Knochenflächen mehr aufeinander reiben. Und der Daumen ist einfach nur noch an seinem Bandapparat aufgehängt eigentlich. Und das hat ein bisschen den Nachteil, dass man hier immer einen gewissen Kraftverlust in Kauf nehmen müsste. Diese Methode ist aber auch die Methode der Wahl, wenn eben nicht nur das Gelenk hier oben betroffen ist, sondern auch das hier unten. Das ist nicht so selten, weil wenn man dann das Fileckbein rausnimmt, hat man beide Gelenke miteinander behandelt. Also es ist noch nicht ganz gut. Und vor allem auch das Wetter merke ich, sobald der Wetterumschwung ist, tut es mir einfach wirklich weh. Aber das ist, glaube ich, normal. Und ich habe einfach unten an der Handballe oder da an der, das tut mir eigentlich noch so ein bisschen Schmerzen. Aber es sind nicht mehr die gleichen Schmerzen. Ich kann alles machen wieder. Ich kann wirklich auf dem Hof wieder alles machen.